Na, ein schöner Einstieg. Knallen los geht's. Ich freue mich, dass die Halle sich gefüllt hat. Herzlich willkommen auch meinerseits, alle Gäste von nah und fern. Es wäre jetzt interessant zu sehen, woher wir alle kommen, aber das müssen wir uns zeitmäßig sparen. Ich danke den Referenten vorweg ganz herzlich, dass ihr die Mühe genommen habt, hierher zu kommen. Ich freue mich jetzt schon auf den sicher spannenden Tag. Wir freuen uns auf die Vielfalt, die sich hier zusammengebraut hat. Wir hatten einen Referentenüberschuss, also wir mussten teilweise Referenten noch bitten, auf die nächste AZK zu warten. Wir wissen jetzt schon, spannende Dinge kommen noch auf uns zu. Das mit der AZK-Gründung, heute unsere erste internationale Konferenz, ist ein wundersames Ding, muss ich sagen. Ich dachte, ich habe hier das Rad erfunden, etwas Neues entdeckt, und kaum habe ich das ausgerufen, die ersten Flyer gingen raus, es wurde bekannt gemacht. Da bekomme ich von da und dort Briefe vom Inland, vom Ausland. Ja, das gibt es dort genau jetzt auch, die beginnen auch mit derselben Art, die schließen sich auch zusammen. Und überall höre ich, dass eigentlich auf der ganzen Welt im Moment, so ähnlich wie beim Zug der Vögel, sich etwas Wunderbares begibt, das man gar nicht so recht einordnen kann. Natürlich freue ich mich sehr darüber, denn es ist eine höchst notwendige Sache, das, was wir heute hier tun, sonst, glaube ich, würden wir es gar nicht anpacken. Um was geht es bei der AZK? Es geht, das möchte ich sagen für die Presse, für alle, die heute hier sind, es geht um unser Informationsrecht. Die Menschen haben ein Recht auf Information, und wie wir es auf einem der AZK-Flyer lesen können, eines der Schlagworte von uns heißt, die Völker haben ein Recht auf Stimmen und Gegenstimmen. Das ist unsere feste Meinung, wenn wir nicht Stimmen und Gegenstimmen haben, kann sich eigentlich das Volk gar nie zur Mündigkeit hin entwickeln. Was wir allgemein feststellen, ist, dass so hochbrisante Themen, wie wir sie beispielsweise heute hören, dass sie von der Öffentlichkeit in den Medien schlichtweg einfach verschwiegen, untertrieben oder zensiert zumindest werden. Vieles wird noch nicht einmal vor das Volk gelassen. Und ich würde sagen, so eine Verhaltensweise ist nicht zu akzeptieren, denn wenn das Volk zur Mündigkeit kommen soll, dann braucht es Stimmen und Gegenstimmen. Das ist unsere feste Absicht, das lehrt uns schon das Naturgesetz in der Elektrik. Du brauchst immer einen Pluspol und einen Minuspol, damit sich ein Stromkreislauf bilden kann. Wir gehen davon aus, dass die Menschheit in die Phase der Pubertät kommt, dass sie in die Phase der Mündigkeit kommt, dass die Menschheit in die Phase der Entscheidungsfähigkeit kommt. Und dazu möchte die AZK maßgebend mit beitragen. Wenn wir von Mündigkeit der Menschheit sprechen, dann reden wir nicht von Bildung, dann reden wir nicht von Wissen, dann reden wir nicht in erster Linie von Intelligenz. Denn davon haben wir jetzt ziemlich viel schon abgekriegt. Wenn wir von Mündigkeit sprechen, sprechen wir davon, dass die Menschheit dahin kommen muss, dass sie unterscheiden lernt zwischen den verschiedenen Intelligenzen. Denn was wird nicht alles geredet auf dem Planeten Erde? Der eine sagt dies, der andere sagt das. Wenn wir doch einmal ehrlich sind, haben wir ein mega big Chaos. Wir haben ein Chaos hier unten, ein Chaos von Meinungen, von verschiedenen Meinungen. Und sehen wir, immer wieder denken die Menschen, wir sind die Profis, oder das sind die Profis und das sind die Laien. Wir als Volk können immer nur Nachschwatzer sein. Wir als Volk können immer nur das, was man uns vorsetzt, nachplappern. Gerade die medizinischen Themen, die wir heute hören, jeder, der sich nicht eins zu eins damit beschäftigt, ist doch ein Nachplapper, da sind wir doch ehrlich. Aber wir verkaufen uns als mündig, weil man uns irgendwelche Intelligenzen in den Kopf gesteckt hat. Und wenn dann Menschen kommen, wie wir es heute hören, die einmal vom Mainstream, von der Hauptmeinung abweichen, dann drängt man die wie Sektierer in die Ecke und behandelt sie wie Ketzer, als würden sie etwas Unerlaubtes tun, indem sie Dinge an uns herantragen, die einmal anders sind, die einmal eine andere Perspektive, eine neue oder vielleicht eine gefährliche Perspektive sogar zeigen von dem, was sie sagen. Plötzlich beginnt man sie zu verfolgen, beginnt man sie zu ächten, beginnt man sie in die Ecke zu drücken. Was ich glaube, und ich würde das nicht tun heute, ich hätte nicht den Mut, so eine Konferenz ins Leben zu rufen, wenn ich nicht an etwas Bestimmtes glauben würde. Ich glaube, so wie die Vögel einen Instinkt haben, wie die Natur den Vögeln einen Instinkt gegeben hat, im richtigen Moment ans richtige Ort zu fliegen, sich zu formieren und so weiter, so glaube ich, dass die Menschheit, jeder Mensch auf diesem Erdball, dass er eine innere Antenne hat für Wirklichkeiten und Nicht-Wirklichkeiten.
Von dieser Grundvoraussetzung gehe ich aus, sonst hätte ich innerlich Angst, wenn ich das nicht glauben könnte, dass jeder Mensch ein Sensorium in sich trägt, Wirklichkeit von Unwirklichkeit zu unterscheiden. Wenn ich das nicht glauben könnte, hätte ich nicht den Mut, diese AZK ins Leben zu rufen. Aber damit man unterscheiden kann, ich möchte das betonen, das ist meine feste Überzeugung, damit der Mensch mündig, selbstständig unterscheiden kann, auf die innere Intuition gehen kann, was Wahrheit, was Wirklichkeit, was Nichtwirklichkeit ist, braucht es die Gegenüberstellung von Stimme und Gegenstimme. Erst wenn beides sich ereignet, erst wenn beides an den Menschen herantritt, kann er innerlich auf einen Kurs kommen, den ich als mündigen Kurs einmal bezeichnen würde. Wovon spreche ich eigentlich? Wenn ich davon spreche, dass der Mensch, jeder Mensch eine innere Antenne hat für Wirkliches und Unwirkliches, dann meine ich damit, wie gesagt, nicht die Intelligenz. Dann spreche ich nicht von Bildung und Wissen, sondern ich spreche von der intuitiven Wahrnehmung. Das ist etwas, das in unserem Bauch drin geschieht, ja, in unserem Herzen drin. Eine intuitive Wahrheit, eine Wahrnehmung, wo man den Eindruck hat, ich höre zwei Meinungen. Und wenn man mal in sich hört, spürt man plötzlich, dass zwischen diesen zwei Meinungen, bei der einen Meinung hat man so etwas, was uns innerlich hochhebt, was uns innerlich zur Ruhe bringt, was uns innerlich so ein inneres Ja gibt, wirkt. Und bei anderen Meinungen, wenn man sie hört, merkt man, da zieht es einem irgendwo die Gedärme zusammen. Irgendwas zieht es einem zusammen. Darf ich mal sehen, kennt das jemand, wovon ich spreche? Dieses, schaut euch mal um. Winkt mal. Seht ihr, ich glaube, das ist der Beweis dafür, dass wir das tun können, was wir heute tun, was wir vorhaben. Jeder Mensch hat eine intuitive Gabe, Wirkliches von Unwirklichem zu unterscheiden, kann er aber nur, wenn er Wirkliches und Unwirkliches nebeneinander hört. Und darum müssen wir hören, wir müssen informiert werden, weil wir sind von Natur immer nur Laien, immer nur Nachschwätzer. Aber von dem, was geredet wird, von diesem Urwald, von Meinungen, von Behauptungen, können wir dieser Spur der inneren Ruhe, der Spur des inneren Friedens, könntest du auch sagen, können wir nachfolgen. Und wir werden dabei ans rechte Ziel kommen, das ist meine feste Überzeugung. Ich möchte es mit den Vögeln halten, mit anderen Worten. Der Naturinstinkt ist nicht nur den Tieren gegeben, der ist uns genauso gegeben. Aber lasst uns zu dem zurückfinden, dann hört das Chaos auf. Natürlich ist das, was wir heute hören, etwas von verschiedensten Themen her, das uns auch den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Wie soll ich mal sagen, die Intuition ist auch etwas, was ich glaube, der Mensch muss es lernen, er muss damit konfrontiert werden. Also es kann sein, dass wir heute Dinge anfangen mit Anita Petek über Impfung, dann fortgesetzt mit den anderen Referenten, dass wir Dinge hören, die uns komplett den Boden unter den Füßen wegziehen. Zuerst einmal, dass wir gängige Meinungen plötzlich über den Haufen geschmissen bekommen und dann fühlen wir uns wie die Adler, die jungen Adler, die sich zwar recht wohl fühlten in ihrem Nest, jetzt kommt die alte Adlermutter und schubst das Kleine über die Klippen und dann geht es in Freifall über. Ja. Also ich würde sagen, nach dem heutigen Tag kann es sein, dass das Chaos perfekt ist. Rein was ist die Intelligenz anbelangt, was die Meinungsdifferenzen betrifft, dass man den Boden unter den Füßen verliert, dass man wie ein Jungadler über die Klüfte, über die heillosen Abgründe der Meinungsverschiedenheiten stürzt und dann in der Luft flattert und flattert. Aber dann eben, dann ist die entscheidende Stunde gekommen, wo wir den Notfallschirm der Intuition ziehen und merken, das sind ja unsere Flügel, das ist gar kein Notfallschirm. Wir können uns dem anschließen, wo wir drin zur Ruhe kommen. Und glaub mir, heute, ich bin überzeugt, heute werden wir da und dort zur Ruhe finden in Dingen, die uns immer nur durcheinander gebracht haben bisher. Und wenn nicht, dann suchen wir weiter. Die Intuition, auf die möchte ich heute zählen, dass die Menschen hier, dass wir hier drin die Intuition wieder kennenlernen von wirklich und unwirklich. Aber das muss, diese Antenne, diese innere Antenne, glaube ich, die muss justiert werden. Die muss justiert werden. Und ich möchte hier einen Tipp geben für alle, die heute hier sind: Wie justiert man eine innere Antenne? Ich glaube, das Geheimnis liegt im folgenden Punkt: Das eigene Ego muss raus. Ich glaube, das ist die Justierung der Antenne, wenn wir es mit Wirklichkeiten zu tun haben. Wenn der eine kommt und sagt, ich nehme jetzt das Beispiel Impfen. Impfen nützt, der andere sagt, Impfen ist Gefahr. Dann haben wir zwei verschiedene Meinungen. Wenn wir unterscheiden möchten, wer sagt die Wahrheit, wir müssen
den eigenen Ego dahinten lassen. Uns muss die Wirklichkeit, die Wahrheit über diese Dinge wichtiger sein als das, was dabei rauskommt für uns persönlich. Ich kann mich gut in die Situation von Frau Petek versetzen, innerlich, die eine Botschaft bringt, die jetzt dem Mainstream entgegengeht. Bislang hat man gehört, das ist gut. Und plötzlich kommen ganz neue Aspekte. Ja. Wenn ich mich in ihre Situation versetze, dann kann ich mir vorstellen, wie viele Ängste sie schon durchgehen musste. Ja. Dass man plötzlich etwas sagt, wo man merkt, wenn ich das sage, dann habe ich ja die ganze Pharma gegen mich, dann habe ich womöglich die ganzen Medienkonzerne gegen mich. Und das geht bei den anderen Referenten auch nicht anders. Ich kann mir vorstellen, wie ihr euch fühlt in eurer Haut. Wie kommt ihr dann durch? Wenn ein Referent aufs eigene schaut, auf eigene Nachteile, wird er nicht die Wahrheit sprechen, wenn er etwas zu sagen hat. Schaut er aber auf persönliche Vorteile, das heißt, es geht ihm nur ums Geld, dann wird er auch wieder nicht sprechen. Die Wirklichkeit, die wir alle miteinander suchen und ein Recht darauf haben, die lässt sich nur finden, wenn wir uns selber aus dem Spiel lassen, wenn wir persönliche Vor- und persönliche Nachteile einfach mal hinten lassen und dann merken wir, das ist die Justierung, das ist die Antenne. Erst dort sind wir überhaupt fähig zu unterscheiden, was da auf uns zukommt. Also lasst uns selber dahinten lassen. Wir machen keine Manipulation. Es geht uns um die Findung der Realitäten, die Findung der Wirklichkeit, wie sie sind. Und alles andere bringt uns nicht weiter. Es nützt nichts, wenn man die Gefahr des Feuers abschwächt, zum Beispiel. Es nützt nichts, wenn man sich irgendwo gegen die Wirklichkeiten, wie sie sind, gegen Naturgesetze stellt. Bei all den Themen ist das entscheidend. Also versuchen wir nie, die Wahrheit zu manipulieren. Ich habe zum Schluss jetzt meiner Vorrede vier positive Vorboten, dass es wert ist, heute diese fünf Beiträge zu hören. Ein erster Vorbote, warum es sich lohnt, diese Referate zu hören: sie sind kostenlos. Die Referenten, die heute hier sitzen, die sind auf unsere Bedingungen eingegangen, sie machen das unentgeltlich und sie können dafür viel Geld verlangen. Ich möchte mal eines behaupten: wenn in dieser habgierigen Zeit, in dieser Zeit, wo alles nur noch um Macht und Geld geht, wenn in dieser Zeit jemand etwas unentgeltlich tut und sich dafür noch bedrängen lässt, verfolgen lässt, wie es sicher etlichen der Referenten widerfahren ist, dann haben sie sicher etwas, das lohnenswert ist zu hören. Und für uns ist es genauso, wir machen das genauso kostenlos. Die AZK ist ja eigentlich ein bisschen ein Ableger von der AGB, das heißt von der Anti-Genozid-Bewegung. Wir beschäftigen uns mit Genozid, mit Völkermord, der sich anbahnt auf verschiedenster Ebene. Und Menschen, die diese Wirklichkeit, diese Wahrheit erkannt haben, dass hier da und dort Genozid betrieben wird, die haben sich zusammengetan. Das sind Menschen, die der Wahrheit verpflichtet sein möchten, aus allen Hintergründen. Die haben heute in die Tasche gegriffen und miteinander das finanziert, was ihr heute bekommt. Also ihr werdet heute sehen, dass ihr noch etwas verwöhnt werdet, dass ihr hier nicht ausgebeutet werdet. Also die Durchsetzung der Wirklichkeit ist unser Lohn. Ja? Ich möchte nicht Geld verdienen, weil ich weiß, wenn wir die Wirklichkeit nicht durchsetzen, wie sie ist, dann werden wir mit unserem Geld eh bald nichts mehr anfangen können. Ja, ja, so ist das. Und darum ist es mein Lohn, wenn ich sehe, dass sich Wirklichkeiten durchsetzen. Wenn wir Menschen wieder mündig werden, dann behebt sich eine Neubildung. Dann sind diejenigen, die mit Geld und Macht alles beherrschen und die Wirklichkeiten unterdrücken, die werden die Macht verlieren. Und das Geld ist nicht unsere Macht. Unsere Macht ist, dass wir uns gegenseitig haben. Dass wir die Menschen haben, die für Wirklichkeiten einstehen. Nun ist mir aber wichtig, ja, noch etwas. Nun ist mir aber ganz wichtig als Grundvoraussetzung, dass die AZK nicht ein Streitpodium ist. Es geht hier nicht darum, über Wahrheiten und Nichtwahrheiten zu streiten. Es geht hier um das Recht auf Information. Es geht darum, etwas zu hören, das man mit nach Hause nimmt. Und jeder entscheidet für sich selber, wo ging es bei ihm hoch und wo ging es bei ihm runter. Ich habe aber noch von drei anderen Punkten ganz kurz, jetzt und da bin ich weg, die für mich positive Anzeichen sind. Der erste war, es ist kostenlos, es geht also um die Sache, nicht um den Menschen, nicht um sich selbst. Das zweite, die Referenten werden, glaube ich, ausnahmslos wurden oder werden noch durch den Dreck gezogen für das, was sie bringen. Ja? Und das ist für mich ein gutes, positives Anzeichen, weil sie den Kopf und Kragen dafür hinhalten, für Dinge einzustehen,
die andere bekämpfen, der, wo man einem schlecht nachsagt. Wir bekamen fast ein Drohtelefon schon, weil wir Referenten von heute eingeladen haben. Was erlaubt ihr euch hier, wisst ihr nicht und so. Interessiert uns nicht, wir haben ein Recht auf Information. Drittes Anzeichen, dass es sich lohnt, heute zu hören. Wir sind heute hier die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Unterschiedlicher kann man gar nicht sein, als wir jetzt gerade hier sind, auch unter den Referenten, unter dem Volk, sei es politisch, sei es religiös, sei es wirtschaftlich, sozial. Wir könnten nicht unterschiedlicher sein, aber wir kämpfen um eine Wirklichkeit, die Durchsetzung der Wirklichkeit, wie sie ist. Das vierte positive Anzeichen, es sind alles risikobereite Menschen hier, sind alle bereit zu wissen, wir sind so verschieden, wie man nur verschieden sein kann. Also wir gehen auch das Risiko ein, heute Dinge zu hören, die wir selber nicht hören möchten. Aber wir hören es trotzdem, weil wir ein Recht auf Information haben. Also, zum Schluss alles, das bitte ich jeden Referenten, auch das, was ich jetzt gesagt habe, hinterfragen wir alles konstruktiv, positiv, nicht destruktiv, nicht zerredend. Lasst uns alles, was wir hören, konstruktiv, positiv hinterfragen und dann mündig werden, dem Adlerprinzip folgend. Da, wo es bei uns innerliche Ruhe gibt, bei dem, was man hört, das behalten wir, den Rest vergessen wir, gehen nach Hause mit dem, was uns weitergebracht hat, das andere lassen wir einfach liegen, das ist in der Hand jedes einzelnen Zuhörers, jedes Zuschauers heute. Ich betone noch einmal, ACK will nicht eine Streitplattform sein, man darf Fragen stellen, es gibt einen Raum, Fragen zu stellen bei den Referenten, Fragen stellen im Rahmen, wie es halt in so einer großen Konferenz möglich ist. Okay, aber keine Debatten, keine Streitgespräche, das kann man draußen machen. Es gibt draußen genug Gegendarstellungen. Der Mainstream hat uns genug lange Dinge erzählt, die wir in- und auswendig kennen. Wir brauchen hier nicht Argument gegen Argument heute. Heute möchten wir nur das Gegenargument hören. So möchten wir uns, wenn es sein muss, bescheiden zum Negativpol bekennen, weil viele Menschen das als negativ empfinden, was wir tun, aber wir sagen negativ. Pol und positiver Pol erst zusammen. In diesem Spannungsfeld entsteht die eigentliche Kraft, um die es geht. Ich bitte das Volk, das heute hier ist, gut mitzuhören, gut mitzugehen. Das wird den Referenten leichter fallen, Schlag auf Schlag auf den Punkt zu kommen. Also seid nochmal herzlich willkommen. Ich wünsche viel inneren Gewinn, viel Aufatmen und Durchatmen und Schwitzen, wenn es sein muss, viel positiven inneren Kampf. Und wünsche viel Gelingen beim Vortrag.